Wahlen total. Am 26. August wählen Schaffhausen ihre 5 Stadträte. 5 Sitze, 7 Kandidaten. Wir stellen Ihnen diese Woche die Kandidaten vor und treffen Sie an Ihrem Lieblingsort in der Region. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Stadtratsserie. Bei mir zu Gast ist heute Simon Stocker, Stadtratskandidat von der AL. Wir sind heute zusammen im Jazz Art Café hier auf dem Herrenacker. Simon Stocker, herzlich willkommen. Wieso sind wir hier in diesem Café? Wir sind da. Ich habe mir lange überlegt, wo wir am besten hingehen können. Sollen wir irgendeinen sehr politischen Ort nehmen, wo ich jetzt da meine Pläne aufzeigen kann? Und habe dann irgendwann gesagt, nein, ich nehme einfach einen Ort, der mir persönlich sehr wichtig ist. Also wo ich auch viel Freizeit verbringe, wo ich mit Freunden abmache. Und da ist eigentlich hier im Jazz Art Café. Also sehe ich jetzt, wenn ich das Büro gerade um die Ecke, also sehe ich jetzt, wenn ich eine Pause mache und da hinkomme, oder sehe ich es, wenn ich am Samstag nach dem Posten mit Freunden da hinkomme. Es ist so ein Ort, wo ich sehr viel bin und wo ich mich wohlfühle, wo ich die Leute sehr gut kenne, die hier servieren. Und es ist eigentlich ein Ort für die Freizeit und wo ich sehr, persönlich sehr gerne mag. Trotzdem ist da ja noch die Nähe zum Herrenacker. Das ist ja eines von Ihres Lieblingsthemen. Können Sie da etwas noch sagen dazu? Ja, also ganz unpolitisch ist es schon nicht, das stimmt natürlich. Also ich sage jetzt mal, es ist das Thema Plätze und Stadt und Ort, wo Menschen sich aufhalten, ist eigentlich eh ein grosses Thema. Also es geht so ein bisschen um Stadtentwicklung und den ganzen Bereich. Und ich habe zu dem Thema einen Vorstoß gemacht, weil eben dadurch, dass ich viel da bin, komme ich viel mit über, was auf dem Herrenacker läuft. Und mein Eindruck, auch mit den Gesprächen mit den Menschen, war immer, es ist ein lässiger Platz. Es hat viele Menschen, aber es hat auch zu wenig Elemente, wo man mehr sitzen kann, wo man auch mit Kindern mehr machen kann. Und mein Vorstoß war dann, dass die Stadt doch mehr Sitzgelegenheiten zur Verfügung stellen, vielleicht auch einen Ping-Pong-Tisch mal anstellen. Aber auch immer mobile Geräte. Also es sollte nicht einfach etwas Statisches sein, das dann wieder den Platz stört, sondern immer etwas Mobiles. Und das Parlament hat die ganze Sache abgelehnt. Leider, weil man der Meinung war, braucht es nicht oder, man soll, oder die Stadt soll das nicht machen, sondern das ist Aufgabe von Privaten. Und dann war auch die Aktion am letzten Wochenende, wo wir dann selber Ping-Pong-Tisch sozusagen da hingeholt haben und so den Platz zu uns gemacht haben. Jetzt kennen wir schon ein wichtiges Thema von Ihnen. Wir kennen jetzt auch schon Ihren Lieblingskaffee. Wir schauen uns jetzt noch ein bisschen mehr an von Ihnen. Wir schauen uns einen Steckbrief an, wo wir noch mehr erfahren über den Simon Stocker. Wie man im Steckbrief gesehen hat, sind Sie seit 6 Jahren im grossen Stadtrat am Politisieren. Was würden Sie da als Ihren grössten Erfolg bezeichnen? Im grossen Stadtrat. Ich weiss noch, was mir als erstes geblieben ist, zuerst tut man mal weh, ein, zwei Jahre ist man eher so ein bisschen zurückhaltend und tut sich so ein bisschen einleben, auch in der eigenen Fraktion, so ein bisschen die Rolle finden. Und dann weiss ich noch, nach 2 Jahren hat es eine Vorlage zum Logierhaus. Dort wollten die International School ins Logierhaus, sind jetzt auch gegangen und die Stadt hat wieder einen grossen Beitrag dazu geleistet. Und dann ist das im Parlament so durchgekommen, obwohl ich Widerstand dort geleistet habe. Nicht gegen die Schule an sich, sondern dass die Stadt eine Privatschule finanziert. Und dann haben wir daraufhin ein Referendum ergriffen dagegen und haben das wirklich können thematisieren. Also ist die Aufgabe von einer Stadt, eine Privatschule zu finanzieren. Es ist das Referendum war nicht erfolgreich gewesen, aber es ist doch eine grosse Mehrheit hat gesagt, nein, ist eigentlich nicht nötig. Und viele Leute haben es auch geschätzt, dass man so ein wichtiges Thema eigentlich mal öffentlich besprechen kann. Das ist so etwas, was ich aus dem Parlament mitgenommen habe. Und dann vor einem halben Jahr etwa habe ich einen Vorstoß gemacht zum Thema velofreundliche Altstadt. Also auch da, ich wohne selber in der Altstadt und komme viel mit über. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, es stehen überall Velo, aber es bräuchte mal so ein bisschen eine bessere Ordnung und ein bisschen Abstellplätze. Und hat einen Vorstoß gemacht, der dann tatsächlich zu null, also mit 33-0 Stimmen also durchgekommen ist. Und das ist auch doch ein Erfolg, dass man nicht immer so an der Parteigrenze das aufhängt, sondern das ist wirklich so ein Thema, wo,
wo auch alle bewegt hat irgendwie und alle das Gefühl haben, das sei nötig. Jetzt wollen Sie weiter, und zwar in den Stadtrat. Wieso? Was ist Ihre Motivation? Es ist wahrscheinlich etwas ganz Persönliches. Oder hat mit meiner Persönlichkeit und mit meinem Charakter zu tun. Ich bin gerne jemand, der dort, wo er lebt, das auch mitgestaltet. Also ich habe einen unbändigen Drang, um nicht einfach nur konsumieren, sondern wie einen Teil dazu beitragen, dass mein Umfeld schön ist, dass mein Umfeld gut lebt, dass er gute Lebensqualität hat. Und das ist auch der Grund, warum ich politisch aktiv bin. Und in einem Stadtrat können wir natürlich das wahrscheinlich wirklich prägen und sich in gewissen Bereichen eingeben. Und wenn ich dann so auch schaue, was so ein bisschen mein Rucksack ist, den ich mitnehme mit Stadtentwicklung, wo ich beruflich tätig bin, im Altersbereich, wo ich tätig bin, könnte ich mir vorstellen, um mit ganz vielen Bereichen dieser Stadt etwas zu geben und dadurch auch etwas wieder überzukommen, weil ich das selber mitgestalten kann. Jetzt so weit ist natürlich noch nicht. Zuerst steht noch die Wahl an. Wenn Sie aber zum Stadtrat gewählt würden werden, was denn Ihre Ziele wären, sehen wir jetzt im Einspieler. Also ich habe meinen Wahlkampf unter das Thema gesetzt, eine lebenswerte Stadt für alle Generationen. Und das sind für mich drei wichtige Punkte. Einerseits fängt es bei der Jugend an, bei der Schule. Da haben wir ganz grosse Aufgaben, die auf uns zukommen. Wir haben es jetzt während der letzten paar Jahre ein bisschen versäumt, um dort etwas zu machen, bei den Vorstehern, bei den Lehrpersonen, um denen eine gute Infrastruktur zu geben. Da sind wir jetzt dran, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist der Familienbereich. Auch dort finde ich, wir sollten ein besseres Angebot haben in den Öffnungszeiten, in der Anzahl der Plätze für die Familie, für familienergänzende Angebote. Dazu gehört auch die ganze Freizeit, das kulturelle Leben in der Stadt Schaffhausen, alles, was es für Familien attraktiv macht, um hier zu leben. Und der dritte Punkt ist das Alter, also das Älterwerden beziehungsweise. Das betrifft mich insofern, als dass ich dort beruflich tätig war während 4,5 Jahren bei Prosenektute und jetzt selbstständig bei diesem Bereich. Dort kommen ganz grosse Aufgaben. Wir haben immer mehr ältere Leute. Wir müssen etwas im Bereich Pflege machen, im Bereich Demenz. Und das ist ein grosser Punkt. Wir haben jetzt viel Kritik am Bildungsbereich gehört. Wir haben sehr viel überhaupt über den Bildungsbereich gehört. Soll da auch eine Kritik sein am derzeitigen Stadtrat, Urs Hunziker? Also ich mache einfach den Vergleich von der Stadt Schaffhausen bei den Schulen mit den anderen Gemeinden, sei es in der Schweiz und im Kanton Schaffhausen, und stelle einfach fest, wir haben in gewissen Bereichen ein bisschen einen Rückstand. Also wir haben jetzt eigentlich immer auf den Kanton gewartet und gesagt, wenn die Schulleitungen kommen, dann wird alles besser. Und viele andere Gemeinden haben in dieser Zeit schon etwas gemacht. Sie haben Schulsozialarbeit dann eingeführt, sie haben Teamteaching eingeführt, sie haben Vorsteherentlastungen umgesetzt. Und diesen Schritt macht die Stadt auch. Ich bin jetzt auch in der Schulbehörde und bin jetzt auch dort dabei in dieser Steuergruppe. Aber die Stadt hat einfach immer gewartet und immer gesagt, wenn der Kanton kommt, dann. Und da ist schon auch ein bisschen Kritik, weil ich finde, man kann nicht immer sich von jemand anders verlassen und sagen, es wird dann alles besser, wenn der Kanton das Heft in die Hand nimmt, sondern wir müssen als Stadt ja selber für unsere Schulen schauen. Und ja, es ist auch ein bisschen Kritik am Urs Hunziker. Haben Sie es auf das Referat abgesehen? Ja, abgesehen. Ich schaue einfach ein bisschen meinen Rucksack an, den ich mitnehme mit, ich bin jetzt schon in der Schulbehörde, ich bin im Bildungsbereich gut, ich habe aber auch den Betreuungsbereich von den Senioren, bin ich beruflich tätig gewesen. Ich bin selber Sozialarbeiter, könnte auch in einem Sozialreferat mich gut mit dem gut arrangieren. Ich habe es nicht auf etwas abgesehen, aber schlussendlich muss man als Stadt oder als Stadtrat dann auch schauen, welche Menschen bringen was mit und wo können sie am besten eingesetzt werden. Und da muss ich schon sagen, ja, es wäre wahrscheinlich ein Bereich, wo ich sehr stark könnte mich engagieren drin. Jetzt ein grosser Kritikpunkt an Ihnen ist eigentlich, Sie sind mit 31 der allerjüngste Kandidat. Sie sind mit 6 Jahren Erfahrung im Stadtrat, auch der mit der wenigsten politischen Erfahrung. Hätten Sie überhaupt den genug grossen Rucksack für so ein Amt? Mhm. Ja klar, es gibt einige, die sagen, das sei zu jung, um so ein Amt auszuüben. Ich sage immer bei dem Thema, ein Alter per se ist für mich nicht ein Grund, um etwas gut oder um etwas schlecht zu machen. Also jemand, der vielleicht schon über 60 ist, muss nicht wegen dem auch schlechter sein. Sondern ich finde, es geht darum, ob sich die Person
einerseits bemüht, ob die Person engagiert ist. Es geht darum, bringt die Person schon Erfahrungen mit. Und ich darf jetzt auch schon seit 4 Jahren in einem Stadtschulrat politisieren oder dort innen Teams führen. Dort hat man vielleicht auch gesagt, vor 4 Jahren ist er vielleicht nicht zu jung. Und es ist weh, der Gegenbeweis habe ich schon ein bisschen angetreten. Ich glaube, das Alter spielt nicht per se eine Rolle, sondern das, was man beruflich mitbringt und das, wo man, oder die Art und Weise, wie man nachher so ein Amt ausführt. Es ist auch noch nicht so weit. Bei aller Kritik haben Sie jetzt auch natürlich noch Unterstützer, Ihren Freund und Ihren Parteikollegen. Der Andy Kuenz wird uns jetzt gerade etwas mehr über Sie erzählen. Er spielt sehr gerne Ping-Pong und er spielt so gerne Ping-Pong und so häufig Ping-Pong, dass es eigentlich in der Stadt zu wenig Ping-Pong-Plätze gibt. Und deswegen renne ich meistens mit dem Simon Stocker von Ping-Pong-Tisch zu Ping-Pong-Tisch und wir versuchen dort einen Platz zu holen. Er hat auch deswegen extra einen Vorstoss gemacht im grossen Stadtrat, um einen Ping-Pong-Tisch in seine Nähe zu holen auf den Herrenacker. Wenn er zu mir heimkommt, das Erste, was passiert, bevor er mir die Hand gibt, ist, er macht zuerst mal den Kühlschrank auf und schaut, was dort drin hat. Und das Zweite, was er macht, ist, er hängt aufs Sofa und dann ist er schon am Schnurren. Ein Ping-Pong-spielender Kühlschrank-Schmarotzer, Simon Stocker. Ist das so? Gehen Sie einfach bei fremden Leuten an den Kühlschrank? Also bei fremden Leuten nicht. Da möchte ich also präzisieren. Ach, ich habe so eine Neugier in mir, dass wenn ich zu Kollegen am Gesehen komme, und irgendwie noch nichts gegessen hat, dann bin ich so frech und mache einfach den Kühlschrank auf. Da gebe ich offen zu. Und ja, das ist halt so mein kleiner Negativpunkt, die unbändige Neugierde. Die könnte man jetzt natürlich gerade wieder ummünzen in etwas Positives. Ich lasse das jetzt aber sein. Das ist kein Bewerbungsgespräch. Und das Ping-Pong-Spielen ist einfach, ich weiß auch nicht, ich mache das seit Jahren schon gern. Und ich muss ein bisschen präzisieren, wir haben den Vorstoss schon nicht einfach nur gemacht auf dem Herrenacker, um den Ping-Pong-Tisch zu installieren, aber es ist eine grosse Leidenschaft von mir, gebe ich zu. Das wäre es auch schon gewesen jetzt mit unserem Interview. Simon Stocker, ich bedanke mich herzlich, sind Sie da bei uns gewesen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Wahlkampf. Auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten. Morgen ist dann der letzte Teil der Stadtratsserie dran. Mit dem Daniel Preisig, Stadtratskandidat von der SVP. Ich hoffe, Sie schalten dann auch wieder ein und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.